Hallo, mein Name ist Romy und ich bin bereit, in mein neues Leben zu starten. Wo ich herkomme? Ich bin auf einem Hof weit weg von hier aufgewachsen. Geschwister habe ich keine. Mein Vater hatte sich zwar immer einen Jungen gewünscht, aber nie einen bekommen. Er wollte einen Erben für den Hof, einen Mann, der mit anpacken konnte. Da meine Mutter aber nur ein Mädchen, mich, zur Welt brachte, blieb alles an mir hängen. Und so kam es, dass ich mich in meiner Kindheit bereits um unsere Kühe, die Hühner und die Felder kümmerte. Wir verdienten unser Geld durch Landwirtschaft und die gestrickte Kleidung meiner Mutter. Von mir wurde immer erwartet, dass ich in die Fußstapfen meines Vaters trete. Meine Pläne waren allerdings ganz andere. Durch die Arbeit am Hof habe ich viel gelernt, ich bin handwerklich geschickt und alles, was ich angehe, möchte ich mit Perfektion abschließen. Meine Eltern kauften mir Bücher und Zeitschriften über Innenarchitektur, damit ich meine Neugier stillen konnte. Und sie dachten, ich gebe mich damit zufrieden. Aber ich wollte raus. Raus in die Welt. Ich wollte was sehen und einen Job als Innendesignerin annehmen. Ja, und hier bin ich nun. Mit einem enttäuschten Vater, einer Mutter, die mich sehr vermisst und einer ungewissen Zukunft. Da der Abschied für mich nicht leicht war und mein Vater mir sehr zu verstehen gab, dass er nicht an mich glaubte, konnte und wollte ich meine Eltern nicht auch noch um Geld bitten. Ich hatte im Laufe der Jahre 1000 Simoleons zusammengespart. Das meiste davon ging allerdings für mein Umstyling und meine Zukunftsplanung drauf. Dieses Grundstück in Delta Valley habe ich günstig ersteigert. Leider wurde ich beim Kauf über den Tisch gezogen, denn ein kleines, gemütliches Haus, wie beschrieben, stand hier nicht. Nun stehe ich mit nur noch 100 Simoleons in der Tasche vor meinem neuen Zuhause, einem leeren Wohnwagen. Ich muss mir schnell einen Job als Innendesignerin suchen, damit ich hier überlebe und nicht wieder nach Hause zu meinen Eltern muss. Erstmal werde ich damit anfangen, anderen ihren Traum vom wunderschönen Eigenheim zu verwirklichen, damit ich dann selbst irgendwann in einem wunderschönen eigenen Haus leben kann. Also, los geht es. Mein Leben mit einer Karriere als Innendesignerin kann starten. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Part 1 unseres traumhaften InDesign-Let's Plays. Das ist das erste Let's Play auf diesem Kanal und ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Wir spielen mit der lieben Romy und Romy habt ihr gerade auch schon kennengelernt, Romy und ihre Familie. Und ja, wir sind hier auf einem wunderschönen Grundstück in Del Sol Valley. Allerdings steht auf diesem wunderschönen Grundstück einfach nur ein Wohnwagen. Denn Romy wurde, wie ihr schon gerade gehört habt, beim Kauf über den Tisch gezogen und lebt jetzt in einem leeren Wohnwagen. Hat keine Möbel, hat nur 100 Simoleons in der Tasche und weiß nicht so wirklich, wie sie jetzt ihre Zukunft starten soll. Möchte aber auf gar keinen Fall wieder zurück zu ihren Eltern. Ja, das Traurige an der ganzen Geschichte ist, dass heute auch noch Erntefest ist. Das heißt, es kann schon sein, dass sie vielleicht noch mal bei ihren Eltern vorbeischaut, aber vielleicht ist es auch genau das, was sie nicht möchte. Wir werden es jetzt gleich rausfinden. Ich werde euch Romy jetzt erstmal noch mal zeigen. Also, wir haben bei ihr, oder ich habe bei ihr verschiedene Merkmale gewählt, die zeige ich euch mal. Romy ist auf jeden Fall eine Herstellerin. Sie hat durch die Arbeit am Hof ihrer Eltern sehr viel gelernt und hat einfach ein handwerkliches Geschick aufgebaut. Dann liebt sie natürlich die Natur. Sie ist auch eine Perfektionistin. Sie möchte allerdings aktuell auch keine Kinder haben. Sie möchte sich wirklich erstmal auf ihre Karriere konzentrieren. Sie hat sehr, sehr viele Pläne. Sie möchte groß rauskommen. Ich meine, nicht umsonst lebt sie in Del Sol Valley. Das ist die Stadt der Stars. Ich habe ihr das Bestreben Ort, makellose Perfektion gegeben. Ja, aber da müssen wir natürlich dran arbeiten. Sie hat jetzt aktuell nichts, was sie putzen könnte, reiten könnte, denn naja. Sie ist hier alleine in einem leeren Wohnwagen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt los. Wir müssen erstmal schauen, dass wir ein bisschen an Geld kommen. Vielleicht können wir uns erstmal bei unseren Nachbarn vorstellen. Okay, hier ist ein leeres Grundstück. Gibt es hier irgendwo Nachbarn, bei denen wir mal klopfen können? Irgendwie sieht mir das hier alles ganz schön leer aus. Wir haben aber gleich hier einen Spielplatz um die Ecke. Wir gehen hier am besten mal her. Denn wie gesagt, wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen Geld. Und vielleicht haben wir die Möglichkeiten, hier einfach ein bisschen nach Objekten zu suchen und damit ein bisschen Geld zu verdienen. Romy hat bis auf ihre Familie tatsächlich auch wenig Freunde. Also sie hat sich hauptsächlich mit ihren Kühen und ihren Hühnern angefreundet. Das klingt jetzt ein bisschen traurig, aber für sie war das eigentlich immer okay. Sie dachte halt, das ist halt alles, was sie braucht. Aber naja, also mit ihrem Vater versteht sie sich aktuell nicht so gut. Ihm ist sie jetzt mehr oder weniger auch im Streit auseinandergegangen. Es braucht jetzt einfach ein bisschen Zeit, bis sich das wieder beruhigt, aber das wird schon. So, schön graben, Romy, schön graben. Okay, wir haben tatsächlich schon ein Fossil. Ey, geil. Okay, wir verkaufen das direkt. Ach, sie hat auch als Erinnerungsstücke noch ein paar Bilder mitgenommen von zu Hause. Die werden wir dann auch noch in den Wohnwagen hängen. Okay, wir sind schon bei 200 Simoleons. Hey, oh, das ist ja großartig. Hier ist ein Grill. Ja, perfekt. Also wir müssen schon mal nicht verhungern, das ist gut. In dem Park hier können wir auf jeden Fall ein bisschen grillen. Oh, da hinten ist auch noch was. Super. Das ist auch noch was? Hey, mega. Das ist ja eine reine Quelle hier.
Okay, Romy freut sich, dass sie schon mal ein bisschen was gegraben hat. Okay, da habe ich mir immer sagen lassen, weil ich streame ja hauptsächlich Sims Live. Und da lasse ich mir immer sagen, bitte verkauf die Kiste ungeöffnet, dann kriegst du mehr. Und ich so, okay, mache ich. Verkaufe ich sie ungeöffnet. Ich denke an euch, meine Lieben. Ich verkaufe sie ungeöffnet. Wer bist denn du? Brigitte! Brigitte, so heißt meine Mama. Hallo, Brigitte. Sind Sie Brigitte? Oh, sie ist ein Star. Hallo, Brigitte. Können ja mal fragen, ob sie ein bisschen Geld für uns übrig hat. Hm? Naja, wir können doch erstmal nochmal weiter unsere Nachbarschaft erkunden. Oh, da ist Brigitte, glaube ich. Ich glaube, ich gebe Brigitte mal schnell Haare. Ich habe der lieben Brigitte jetzt mal eine Frisur gegeben. Schaut mal, wie schön sie jetzt ist. Oh. Ja, ist auf jeden Fall schön, dich kennenzulernen. Hat sie gerade gesagt, dass wir dick sind? Oh, Romy hat folgendes Merkmal von Brigitte gelernt. Gemein. Nee, also das möchte ich jetzt mir nicht geben. Nee, also dann gehen wir lieber wieder nach Hause. Also sowas brauchen wir uns jetzt hier nicht geben, Leute. Nee, also nee, das brauchen wir uns jetzt wirklich nicht geben. Nee, also gemeinsam, nee. Ich meine, wir haben jetzt 420 Simoleons. Vielleicht können wir, oder können wir uns auch am Handy einen Job suchen? Ich glaube, wir können uns sogar am Handy auch einen Job suchen. Boah, jetzt hat sie eine Stimmung. Mein Aussehen beschämen. Man muss wirklich unglücklich mit sich selbst sein, um zu versuchen, andere zu Fall zu bringen. Das ist ja voll traurig. Das ist ja richtig traurig. Können wir uns übers Handy einen Job suchen? Können wir. Dann hoffe ich, dass wir den auch gleich finden und annehmen können, den Job. Das wäre schon großartig. Ja! Innendekorateurin! Oh, geil, das erste Mal, dass ich das sehe. Für die Tätigkeit als Innendekorateurin sind zwei Voraussetzungen erforderlich. Ein gutes Auge für Design, Aufbau einer Kundenbeziehung. Soziale Kompetenz und künstlerisches Talent ebnen den Weg zu Anerkennung und Erfolg. Du fängst mit eigenen, einfachen Renovierungen klein an. Aber wenn du hart arbeitest, kannst du dir mit einflussreichen Kunden und größeren Gebäuden die gewünschte Anerkennung verdienen. Okay, großartig. Großartig. Annehmen. Oh mein Gott, wie geil. Romy ist jetzt Facharbeiterin für Innenräume bei CIA. Clevere Innenarchitekten. Aha. Sie kann in der Karriereleiste nach Kunden suchen, die sich eine neue Innendekoration wünschen. Okay, ich glaube, für den ersten Tag wird sich Romy aber keinen Job suchen. Also sie wird nicht direkt, solange sie jetzt hier ist, arbeiten. Ich denke mal, dass sie jetzt erstmal anfangen wird, rauszufinden, wer so in ihrer Nachbarschaft wohnt, noch ein bisschen Geld zu verdienen, denn sie braucht wenigstens ein Bett für die Nacht und vielleicht, ja, eine Toilette. Also Toilette und Bett wäre ja schon gut, damit sie einfach nicht so ganz ohne was da steht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal noch ein bisschen reisen und gucken, wen wir hier so haben. Ja, lebt hier jemand? Klopf, klopf. Klopf, klopf. Hoffentlich ist da jemand. Weil es wäre gar nicht schlecht, wenn wir eine Beziehung zu irgendeinem der Nachbarn aufbauen, dass wir da ab und zu mal beischneiden können. Oh, die kennen wir doch. Die Vanessa. Okay, der Vanessa gebe ich ein kurzes Umstyling. Vanessa hat ein kurzes Umstyling bekommen. Ja, hallo Vanessa, jetzt stellen wir uns mal vor. Oh nee, bist du auch ein Promi? Oh Gott, Newcomer, aber da können wir uns vielleicht trotzdem vorstellen. Newcomers mögen uns vielleicht. Hallo Vanessa. Romy, wenn du nicht immer so ausrasten würdest, dann wäre sie... Oh, okay, sie freut sich. Wir sagen mal, dass sie cool aussieht. Sie hat jetzt nämlich einen sehr coolen Look. Du hast einen coolen Look, Vanessa. Oh nein, haben wir jetzt ein Herz oder was? Haben wir jetzt eine Liebesleiste? Okay, noch nicht. Ich wollte jetzt keine Liebesleiste mit dem Girl. Ich wollte einfach nur sagen, dass ihr Outfit cool ist, ne? Ja, ich bin jetzt übrigens neu in die Nachbarschaft gezogen und ich wollte mal wissen, was so deine Hobbys sind, weil meine Hobbys sind auf jeden Fall Innendesign und ich finde das voll cool, was man da alles machen kann. Und ich habe da gerade einen Job angenommen. Und du so? Ja, das ist ein sehr einseitiges Gespräch irgendwie. Was sind denn so deine Interessen, Vanessa? Für was interessierst du dich denn so? Für Motorräder. Ich finde Motocross ganz cool. Aha, okay. Denkt sich Romy. Okay, cool, nice. Und was interessiert dich noch so? Gibt es da noch mehr? Ich krieg bestimmt... Okay, du hast ein Baby? Wer ist denn das? Vanessa, guten Tag, du hast ein Baby? Ja, cool, hallo. Wenn du mal jemanden so ein Babysitten brauchst, Vanessa, sag's Bescheid, gell?
Ja, hallo, du kleine Mausi, wer bist denn du? Wer ist das denn? Charlotte! Die kleine Charlotte! Oh, die Charlotte mag uns nicht. Hoppala. Wir meinen es nur gut, Charlotte. Wir meinen es nur gut mit dir. Hast du Durst, Charlotte? Oh Gott, Charlotte hasst uns. Wir geben Charlotte mal was zu trinken. Dann wird sie bestimmt ruhiger. Vanessa, wir kümmern uns kurz um dein Baby. Hallo, Charlotte, du kleine Charlotte. Du kleine, süße Charlotte. Das macht sie gut, die Romy. Macht sie einfach gut. Da baut sie direkt eine Beziehung zu ihren Nachbarn auf. Finde ich einfach gut. Baby liegt zwar einfach auf diesem Bett, aber sie macht es einfach gut, würde ich sagen. Sie kümmert sich. Ja. Okay, wir haben eine kleine Beziehung zu Charlotte aufgebaut. Vanessa, wir haben uns mal kurz um dein Baby gekümmert. Kannst du uns noch irgendwas über deine Interessen erzählen vielleicht? Möchtest du irgendwas noch erzählen? Ich würde dich nämlich gerne noch ein bisschen kennenlernen. Dein Baby schreit, Vanessa. Aha. Aha, aber willst du nicht hin? Also, die Windel ist voll. Ich kann das jetzt nicht einfach so lassen, Leute. Ich kann jetzt nicht einfach das Baby schreien lassen. Das geht nicht. Das schaffe ich jetzt nicht. Wir müssen das jetzt... Okay, hast du dich jetzt ein bisschen zurechtgemacht? Okay. Ja, gut. Also, nachdem du jetzt irgendwie nicht so viel Bock hast, mit mir zu reden... Ach, sie will irgendwas. Plaudern. Ja, ich will plaudern. Lass uns plaudern. Fräulein, upsa. Wahrscheinlich redet sie gerade über ihre Maske. Ich habe mir eine neue Gesichtsmaske gekauft. Das wollte ich jetzt erstmal ausprobieren. Wie findest du das, Romy? Das ist eigentlich ganz cool, oder? Und Romy so, ja, ja, ist ganz nett. Ist ganz nett. Mhm. Wir verstehen uns schon besser mit der Vanessa. Vanessa mag Computerspiele. Ist natürlich großartig. Hallo, Vanessa. Okay, sie ist einfach gegangen. Oh Gott, was ist los mit ihr? Sie ist ganz schön eingebildet, ne? Mit wem plauderst du da? Romy? Ich glaube, Romy genießt es jetzt so richtig, mal raus zu sein von zu Hause. Sie hat ja wirklich auch nicht viel Kontakt, wie gesagt. Sie hat ja hauptsächlich mit ihren Tieren und mit ihren Eltern die Zeit verbracht. Ich glaube, dass es für sie jetzt gerade ganz schön ist, einfach auch mal ein bisschen, ja, die Zeit mit anderen Sim zu verbringen. Deswegen genießt sie das, glaube ich, sehr. Guten Tag. Ja, eine coole Brille, der Typ. Herzlich willkommen in Del Sol Valley. Wie heißt du? Wie ist dein Name? Eine glückliche SMS verschicken. Ich glaube, das machen wir jetzt mal. Wir schicken unserer Mama, Mary Ann, eine glückliche SMS. Einfach damit sie weiß, dass es uns hier auch gut geht, dass wir gut angekommen sind und dass wir uns hier wohlfühlen. Wir müssen ihr nicht sagen, dass wir über den Tisch gezogen wurden und eigentlich keine Möbel haben. Ja, eine Freundschaft schließen würde ich gerne, aber wir kennen hier halt noch keinen, ne? Du hast recht, Romy. Heute ist ein toller Tag. Ziehen wir los und amüsieren uns. Das ist so geil, dass Mary Ann sofort versucht, sich mit Romy zu treffen. Das war aber auch eigentlich klar gewesen, weil ihre Mutter natürlich wissen will, was ist los? Geht's dir wirklich gut, mein Kind? Schön ist natürlich, dass sie sich in einem Café treffen will. Und ich glaube, dass wir, weil sie sich eben nicht bei uns treffen will, dass wir da zustimmen. Weil es wäre was anderes, wenn sie sich jetzt uns zu Hause hätte treffen wollen, weil da hätte ich nicht zugestimmt. Weil wir wollen nicht, dass sie sieht, wie wir leben. Aber ich denke, in einem Café ist es ganz gut und wir freuen uns auch, unsere Mama zu sehen und besonders, weil heute Erntefest ist. Es ist schön, unsere Mama zu sehen. Wir können sie ja auch mal nach ihrem Deko-Geschmack fragen, jetzt wo wir uns so ein bisschen auskennen. Ja, ich hoffe nur, dass wir nicht selbst zahlen müssen, weil wir haben ja gar kein Geld, Leute. Wir haben ja überhaupt gar kein Geld. Ich hoffe, dass Mama für uns bezahlt. Hier ist eine Staffelei. Aber ich glaube, wir malen noch nicht gut. Ich glaube, unsere Skills sind nicht so gut. Nee. Ich glaube nicht, dass wir malen sollten. Vielleicht sollten wir doch einen Job direkt heute einen Auftrag annehmen. Ich weiß es noch nicht. Wir können auf jeden Fall... Oh nein, wir fühlen uns immer noch schrecklich. Wir können mal mit ihr darüber sprechen, was sich gerade alles in unserem Leben verändert. Dass es halt die richtige Chance ist für uns, dass es der richtige Weg ist, den wir eingeschlagen haben, dass wir jetzt eben so weit sind und das einfach gemacht haben. Ich weiß, dass es das Richtige für dich ist. Du hast schon immer viele Bücher gelesen, Romy. Und nur weil dein Vater aktuell ja eine schwierige Phase durchmacht, ich glaube an dich. Mom, Dad macht nicht eine schwierige Phase durch, er unterstützt mich gar nicht. Doch, nein, er unterstützt mich gar nicht einfach. Er hat mich mehr oder weniger rausgeschmissen, Mama. Das solltest du wissen. Sei nicht so hart mit deinem Vater. Das wird sich alles schon legen. Wenn er erstmal sieht, dass du deinen Traum nachgehst, dann wird er sich schon, ja, daran gewöhnen und sich auch für dich freuen.
Das glaube ich nicht. Gib ihm ein bisschen Zeit, Schatz. Ein bisschen Zeit, Mom. Ich bin jetzt erwachsen und er muss verstehen, dass ich auch meine eigenen Wege gehe. Bist du nur hergekommen, um zu vermitteln? Naja, also, nein, aber ich fände es schon gut, wenn du mit deinem Vater sprichst, Romy. Du kannst es bestimmt klären, wenn du einfach mit ihm redest. Naja, Mom, wir werden sehen, wie die Zeit, was die Zeit mit sich bringt. Wir können den Kaffee hier trinken, der steht da nämlich einfach rum. Nein, 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 nein! Oh nein, jetzt hat die uns den Kaffee vor der Nase weggeschnappt. Verdammt. Oh, hier ist noch ein Kaffee. Oh, sie hat sich einfach eingekrallt, sehr gut. Sagen, das ist schön, bei unsere Mama jetzt gesehen zu haben, aber ja. Ich denke mal, dass wir uns langsam aber sicher auch wieder auf den Weg machen werden. Wollte ich das Kind jetzt ein Macchiato? Ja, klar. Okay, nee, gut, dann gehen wir. Wir hätten unsere Mom eigentlich um Geld bitten können, weil unseren Vater wollten wir nicht um Geld bitten, aber unsere Mom hätte uns bestimmt was gegeben. Naja, es ist, glaube ich, auch schwer für uns. Wir sind wieder zurück zu Hause. Ich bin mir nicht sicher, ob das Sinn macht, dass wir jetzt doch schon einen Auftrag annehmen. Ich meine, jetzt geht es uns noch relativ gut. Ich glaube, dass wir es probieren werden. Der erste Tag so komplett ohne Job wird, glaube ich, nicht möglich sein. Wir werden jetzt mal gucken, ob wir so einen Auftrag annehmen können. Vielleicht was ganz Kleines. Was ganz, ganz Kleines. Zimmerrenovierung. Bei Familie Pancake. Okay, die kennen wir. Beginn 9 Uhr, Ende 21 Uhr. Wir werden es probieren. Eine neue Speicherkarte wurde im Inventar von Romy hinzugefügt. Verwende sie, um eine Inneneinrichtungsauftrag. Okay. Okay, ich habe gerade gesehen, dass es ja tatsächlich erst um 9 Uhr beginnt. Das heißt, wir können da jetzt auch noch gar nicht hin. Das beginnt erst am Freitag. Somit haben wir heute gar keinen Auftrag. Ich würde sagen, dass wir jetzt erstmal schauen, dass wir Romy ein Bett hier reinstellen, damit sie ein Bett hat. Damit sie heute Nacht auch schlafen kann. Und da ich ja das neue Pack jetzt so geil finde, würde ich auch tatsächlich direkt Sachen aus dem neuen Pack benutzen. Ja, wir nehmen jetzt einfach mal ein ganz einfaches Bett. Wie viel kostet das denn? 400. Okay. Oh mein Gott, unser Geld geht allein fürs Bett drauf. Wie viel kostet denn eine Toilette? Ja, gut. Haben wir in der Nähe eine öffentliche Toilette? Gott sei Dank. Also das ist ja wirklich eine Goldgrube hier. Hier können wir die Toilette benutzen und ein Bett haben wir auch. Sie wollte gerade ein Selbsttechtelmechtel machen. Oh, Entschuldigung, Romy. Ich hab's abgebrochen, aus Versehen. Hoppala. Oh, oh. Okay, ich spule jetzt mal ein bisschen vor, bis wir Abend haben. Ich würde sagen, dass Romy sich jetzt erstmal frisch macht. Sie geht jetzt mal... Ja, es ist ja wirklich eine Goldgrube. Darauf habe ich ja gar nicht geachtet. Mega gut. Ich meine, gut, duschen kann sie sich hier leider nicht, aber sie kann hier wenigstens auf Toilette gehen, ohne sich in den Busch zu erleichtern. Das ist schon mal gut. Und sie hat ja auch noch die Möglichkeit, sich was zu essen zu machen, ohne dass sie... Oh mein Gott, irgendwer hat Hotdogs gemacht. Geil. Das ist natürlich großartig. Wer hat das gemacht? Akshara Gandahi. Okay, super. Du, super duper hast du das gemacht. Dankeschön. Und wir werden jetzt schauen, dass wir Romy vielleicht nochmal ein bisschen in die Stadt gehen lassen, ein bisschen die Stadt unsicher machen lassen, damit sie da einfach auch so ein paar neue Leute kennenlernen wird. Denn morgen beginnt der Ernst des Lebens und sie wird ihren ersten Auftrag annehmen. Okay, und dann würde ich einfach sagen, sollte sie sich jetzt was von den Hotdogs nehmen. Das ist ja gar nicht schlecht hier. Super ist das. Komm, Romy, bedien dich mal. Komm, komm, yum, 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 lecker Hotdogs. Yum, yum. Oh, Hotdogs hätte ich jetzt auch mal wieder Bock, ey. Vielleicht, ich meine, wir haben nur noch 21 Simoleons, aber vielleicht... Können wir in eine Bar gehen? Zur Feier des Tages und zur Feier ihres ersten eigenen Jobs. Sie hat ihn zwar noch nicht ausgeführt, aber morgen wird ihr erster Arbeitstag sein. Und zum Start ihres neuen Lebens gönnt sie sich nochmal eine kleine Party. Sie ist so wunderschön, Leute. Sie ist so wunderschön. Wir sind hier im Club angekommen und ich glaube, dass sie jetzt erstmal ein bisschen schauen möchte, ob sie hier Leute kennenlernen kann, ob sie hier so ein bisschen ankommt in der Stadt. Damit sie dann morgen ihren Job annehmen kann. Oh, die sieht auch immer so nett aus, gell? Megumi. Ist ein B-Promi. Okay. Tanzen ist schrecklich. Ich habe keine Ahnung, ob Torne tanzen mag. Scheinbar nicht. Also scheinbar mag er es nicht so gerne, ne? So widerlich, weil sie öffentliche Toiletten benutzt. Oh no, ich wusste nicht, dass es davon eine Stimmung gibt. Das ist ja natürlich ärgerlich. Dann hat sie auch ihre Periode und sie hat ein weißes Kleid an. Kann das sein? Die Zeit ist fast gekommen. Okay, nee, sie hat erst einen 2 Tage ihren Zyklus. Kurzer Schock. Ja, Romy sieht leider gerade nicht so glücklich aus. Aber was natürlich schön ist, ist, dass sie sich jetzt endlich mal ein bisschen, ja, mit anderen Menschen trifft. Und vielleicht kann sie einfach die dankbare Stimmung noch ein bisschen teilen. Sie ist dankbar dafür, dass sie ja ihr Leben jetzt selbst in die Hand genommen hat. Dass sie ihrem Vater... einfach auch die Stirn geboten hat und gesagt hat, dass sie es schaffen wird. Ich glaube, das war sehr, sehr wichtig für sie. Wenn sie sich
einen Zuckerzunder leisten. Sie hat zwar kaum Geld, aber sie möchte sich jetzt trotzdem auch mal was zu trinken gönnen. Sie muss ja auch irgendwo anstoßen können. Wenigstens hat Romy Spaß. Obwohl sie am Feiertag jetzt nicht mit ihrer Familie feiern kann. Hat sie wenigstens Spaß und das ist das Wichtigste. Ich würde sagen, dass sie jetzt auch nochmal für kleine... Oh Mann, keine frischer Müll. Ich würde sagen, dass sie jetzt auch nochmal für kleine Mädels gehen wird. Wo sind denn die Toiletten? Wo sind denn die Toiletten? Sind die oben? Entschuldigung. Oh, VIP-Bereich. Es gibt eine VIP-Toilette, really? Und keine normale Toilette? Kann ich jetzt hier nicht aufs Klo gehen? Entschuldigung. Ah doch, gut. Wollte schon sagen, also... Wir gehen lieber nochmal und waschen uns lieber nochmal die Hände. Wir können ja hier auch schon mal unsere Zähne putzen. Einfach, damit wir versorgt sind und dann nach Hause können. Muss ja keiner wissen, dass wir hier... Entschuldigen Sie mal, kommen Sie bitte nicht rein. Okay, gut. Puh, Glück gehabt. Ich dachte, die kommt jetzt hier rein. Fühlt sich innerlich großartig, weil Häufchen gemacht hat. Nun. Danke für die Info. Okay, damit Romy morgen früh fit ist, wird sie jetzt aber auch nach Hause fahren. Ab nach Hause, liebe Romy. Ab nach Hause, ab nach Hause. So, dann leg dich mal in dein neues Zuhause, in dein Bett. Nur ein Bett. Schlafchen, liebe Romy, bis morgen früh. So, guten Morgen, liebe Romy. Romy hatte eine sehr lange Nacht. Sie hat sehr lange geschlafen. Ist super unglücklich, weil sie einen grauenhaften Feiertag hatte. Und sie wurde ja gestern noch von der Biene gestochen, deswegen hat sie Schmerzen. Romy hat in einer Stunde einen Einrichtungsauftrag. Begib dich rechtzeitig zum Grundstück des Kunden, um mit ihm zu plaudern und mehr über seine Vorstellung zu erfahren. Okay, ich würde sagen, wir gehen als erstes schnell in die an den Spielplatz hier und schauen, ob es da noch die Hotdogs gibt. Oh, geil. Okay, die sind gerade vergammelt. Verdammt. Wir können uns nichts zu essen machen. Das ist natürlich schlecht, weil da muss Romy hungernd dahin gehen. Hungern zum ersten Auftrag wäre natürlich jetzt kein guter Start in den Job. Aber kann man das doch irgendwie behandeln oder schleifen? Wir verkaufen es einfach. Gegrillte Früchte zum Frühstück. Wer kennt's? Okay, Romy futtert ein paar gegrillte Früchte. Und ich glaube, dann können wir auch schon zu unserem ersten Auftrag gehen. Das ist so aufregend, Leute. Ich bin so gespannt, wie das wird, ey. So aufregend! So, Romy isst schnell was. Kann sie den Rest in ihr Lunchpaket stecken, bitte? Es wird Zeit für Romy, das Grundstück des Kunden zu besuchen. Rechtzeitig vor Ort zu sein, ist eine gute Möglichkeit, um mehr über die Vorlieben und Abneigungen eines Kunden zu erfahren. Bist du bereit, dich dorthin zu begeben? Ja, wir sind bereit. Guten Tag. Haus der gebrochenen Herzen. Das hört sich ja ganz furchtbar an. Romy! Das kannst du doch nicht machen jetzt. Bei der Inneneinrichtung ist es wichtig, vorher-nachher-Fotos anzufertigen. Erfahre in der Lektion Fotos machen unter traumhaftes Design. Okay, wir schauen uns diese Lektion an. Okay, das haben wir gerade gemacht. Den Kunden gut zu kennen, kann einen Unterschied zwischen einer annehmbaren und einer großartigen Renovierung machen. Sims können viele verschiedene Vorlieben und Abneigungen besitzen, aber bei einem Auftrag konzentrieren sie sich auf ein paar Präferenzen. Erfahrene Innendekorateure können Präferenzen schnell herausfinden und verschiedene Farben und Muster vorschlagen. Wenn du keine Lust zum Plaudern hast, kannst du den Kunden wegschicken und sofort mit der Arbeit beginnen. Du musst den Renovierungsprozess durch Vorher- und Nachher-Fotos dokumentieren. Du kannst mit deinem Telefon und deiner Kamera fotografieren oder auf die Stelle am Boden klicken, an der du das Foto anfertigen möchtest. In der Lektion Perfekte Auftragsfotos anfertigen erfährst du mehr. Öffne den Baumodus und beginne mit der Baurenovierung im Fenster Auftragsinformationen. Während das Budget sowie die Präferenzen des Kunden und eventuelle Anforderungen oder Einschränkungen angezeigt. Du kannst auf ermittelte Präferenzen klicken, um relevante Informationen einzublenden. Während deiner Inneneinrichtung. Okay, perfekt. Jetzt sind wir da drin. Wir sind im Haus der Familie Pancake. Guten Tag. Sie ist der Kunde. Dann stellen wir uns erstmal vor bei der Kundin. Sie sieht sehr unglücklich aus. Oh Gott. Guten Tag, Frau Pancake. Wo frage ich Sie denn jetzt? Ach so, da war es gerade. Erfolgreiche Renovierung versprechen. Auf jeden Fall versprechen wir da jetzt erstmal, dass wir das großartig machen werden. Wir werden das großartig machen. Wir haben das im Griff mit einer Renovierung. Ja, ja. Bitten Sim-Tourist-Tafel zu sehen. Das ist cool. Das ist wie Sims für Pinterest, also Pinterest für Sims. Jetzt frage ich mich nur, ob wir die wirklich sehen können. Ist er eigentlich auch ein Kunde? Es kann doch auch voll schief gehen, wenn wir mit dem Falschen jetzt sprechen, oder? Dann können wir uns noch die Stimmungstafel vielleicht anschauen. Okay, haben wir jetzt schon Interessen? Okay, auf gar keinen Fall gelb. Das ist gut zu wissen. Okay, wir fragen mal, was sie noch so für Dekostile mag.
Oh, dieser Farbkatalog ist ja geil. Sagt sie jetzt irgendwas? Sie mag die Farbe grün. Müssen wir ihn jetzt eigentlich auch fragen? Über Dekotrends vielleicht noch reden? Weil eine Info fehlt uns ja noch. Ja, der will irgendwas sagen, der Boy. Der will auch irgendwie mitreden. Jonas hat großen Hunger, Leute. Das ist euer Baby. Kümmert euch. Also irgendwie kriegen wir die dritte Info gerade nicht raus. Müssen wir ihn vielleicht nochmal fragen? Weil sie sagt uns irgendwie gerade nichts. Oh ja. Ja gut, also, dass du Gitarren magst, bringt mir halt einfach auch nicht viel, ne? Gut, aber dann schicken wir die Kunden jetzt mal weg. Bitte gehen sie. Ich glaube, dass sie aufs Klo muss, ne? Bist du sicher, dass die Kunden wegschicken möchtest? Du hast keine Vorlieben oder Ableibungen des Kunden mehr herausfinden, nachdem sie gegangen sind. Ja, ist in Ordnung. Tschüss. Okay, die sind jetzt weg. Jetzt müssen wir auf jeden Fall richtig doll erstmal aufs Klo. Oh mein Gott, Leute, was ist denn das überhaupt? Ich gehe hier dieses Haus zum Renovieren und gehe jetzt erstmal ordentlich abknödeln. Es geht leider nicht anders, Leute. Es geht leider nicht anders. Welches Zimmer soll denn jetzt eigentlich umdekoriert werden? Woher weiß ich das denn jetzt? Ist es das Zimmer, wo wir jetzt drin waren? Also woher weiß ich jetzt, welcher Raum umgestaltet werden soll? Darf ich mir den jetzt frei raussuchen? Also im Livestream würdet ihr mir das jetzt beantworten können. Ne? So habe ich jetzt natürlich keinen Plan. Okay, also ich weiß jetzt nicht, ob es das Wohnzimmer ist, aber wir nehmen jetzt das Wohnzimmer. Wir machen jetzt vom Wohnzimmer Vorher-Nachher-Bilder. Ich hoffe, die Bilder sind gut. Okay, also, was dürfen wir machen? Keine neuen Bodenfliesen. Ja, okay, dann lassen wir die halt weg. Dann bleiben die halt, wie sie sind. Dann machen wir einfach jetzt mal neue Möbel hin. Wie viel Geld haben wir? Ach, das hier unten ist das Kundenbudget. Warte mal. Ich würde es gar nicht so extrem jetzt verändern. Also ich finde es schön. Ich weiß ja nicht, was ihr sagt, aber ich habe irgendwie gar kein Geld ausgegeben. Es war so richtig günstig einfach. Naja, schauen wir mal, was die Kunden gleich sagen werden. Wir werden jetzt natürlich ein paar Bilder machen. Also irgendwie finde ich es cool. Ich hoffe, dass es auch der richtige Raum war. Ich habe halt absolut keine Ahnung, ob das jetzt der richtige Raum war zum Dekorieren. Kann ich euch jetzt echt nicht sagen. Ich weiß es jetzt nicht, aber wir werden es jetzt rausfinden, ne? Wir kriegen ja gleich Besuch von unseren Kunden und die werden uns sagen, was sie davon halten. Oh, super, sie hat die gegrillten Früchte eingesteckt. So, wo bleiben jetzt die Leute? Kunden zum Grundstück rufen. Sehr gut. Omi, kannst du jetzt bitte nicht essen? Okay, Fotos für die Präsentation wählen. Das und das. So. Ja, bitteschön, kommen Sie. Kommen denn jetzt meine Kunden? Kommen die jetzt hierher? Möchtest du den Kunden die Renovierung persönlich zeigen? Ja, bitteschön! Renovierung enthüllen, Objekte zeigen, mit Kunden plaudern. Okay. Es regnet. Kommt rein. Wir machen die Präsentation jetzt. Kommt rein. Oh mein Gott, wo ist der Kunde? Oh mein Gott. Sag mir bitte nicht, dass er jetzt das Schlafzimmer angeschaut hat. Oder? Guckst du dir jetzt diesen Raum an? Findest du den schön? Was sagst du? Was sagst du? Was sagst du?
Was sagst du? Interessanter Schmuck übrigens. Was sagst du denn? Was sagt er denn? Freut sie sich? Ich verstehe es nicht. Oh, ihm gefällt die Pflanze da hinten? Mhm. Gefällt es dir, Herr Pancake? Objekte zeigen. Ah, den Tisch präsentieren. Und schaut euch diese wunderprächtige Couch an. Sie ist so wundervoll, da kann man so schön sitzen. Und entschuldigen Sie mal, schauen Sie sich mal diesen riesen Fernseher an. Ich habe einen Fernseher reingestellt, nämlich einen großen Fernseher. Gefällt es Ihnen, der Fernseher? Bitte, gefällt es denn? Wie lange sieht denn der Bob sich jetzt noch um? Ich denke, ich habe genug, deswegen gehen wir mal meine Gedanken durch. Okay, Sir Pancake, was sagen Sie? Was sagen Sie zu diesem Urteil, zu diesem wunderprächtigen Wohnzimmer, was ich Ihnen da designt habe? Was sagen Sie dazu? Und? Ich denke, du hast gute Arbeit geleistet, es trifft einfach nicht meinen Geschmack. Aber es berührt mich nicht. Oh, scheiße. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Was sagt Lady Pancake? Und, was sagst du? Oh, ja, die freut sich so sehr. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Ja. Romy hat den Auftrag abgeschlossen und folgende Ergebnisse erzielt. 648 Simoleons und berufliches Ansehen erheblich gestiegen. Perfekt. Das heißt, wir haben unseren ersten Auftrag erfolgreich abgeschlossen, meine Lieben. Ich würde auch sagen, dass an der Stelle der Part auch endet. Ich denke, er ist jetzt länger geworden wie geplant. Hoppala. Ich muss das erstmal schneiden und gucken, wie lange so ein Part bei mir dauert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar da, ob das jetzt wirklich egal ist, welchen Raum wir machen oder ob das jetzt ein Zufall war, dass es doch der richtige Raum direkt war. Ich bin sehr gespannt, was ihr schreibt und lasst mir auch gerne natürlich einen Daumen nach oben da. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, Nacht, Abend, je nachdem, wenn ihr euch das Video anschaut. Und bis zum nächsten Part. Mua. Tschüssli, meine Lieben.